Hallo meine lieben Kinder, jetzt zeichnen wir Osterhasen zusammen. Geht los. Ein großer Ball, ein kleiner Ball, oben dran zwei Schleifchen, hinten dran ein Schweifchen, ringsherum vier grüne Grässchen, fertig ist das Osterhäschen. Gehen wir jetzt weiter. Rot, das brauchen wir jetzt. Ein großer Ball, ein kleiner Ball, oben dran zwei Schleifchen, hinten dran ein Schweifchen, ringsherum vier grüne Grässchen. Fertig ist das Osterhäschen. Jetzt kannst du mal diesen Hasen schön rot anmalen. Gehen wir jetzt weiter. Jetzt brauchen wir einen blauen Buntstift. Jetzt sagen wir zusammen: ein großer Ball, ein kleiner Ball, oben dran zwei Schleifchen, hinten dran ein Schweifchen, ringsherum viel grüne Grässchen. Fertig ist das Osterhäschen. Jetzt kannst du diesen Hasen ganz schön blau anmalen. Gehen wir weiter. Jetzt brauchen wir einen gelben Buntstift oder einen gelben Filzstift. Ein großer Ball, ein kleiner Ball, obendran zwei Schleifchen, hintendran ein Schweif, ringsherum viele grüne Grässchen. Fertig ist das Osterhäschen. Jetzt kannst du diesen Hasen ganz schön gelb anmalen. Was haben wir noch? Wir haben noch lila. Lila Hasen werden wir jetzt zeichnen. Ein großer Ball, ein kleiner Ball, obendran zwei Schleifchen, hintendran ein Schweifchen, ringsherum viel grüne Grässchen. Fertig ist das Osterhäschen. Jetzt kannst du diesen Hasen ganz schön lila anmalen. Jetzt brauchen wir einen orangen Buntstift oder Filzstift. Sagen wir zusammen: ein großer Ball, ein kleiner Ball, obendran zwei Schleifchen, hintendran ein Schweifchen, ringsherum viele grüne Grässchen. Fertig ist das Osterhäschen. Jetzt kannst du diesen Hasen ganz schön orange anmalen. Wir sind für heute fertig. Ich wünsche euch frohe Ostern. Tschüss, auf Wiedersehen.